90 wieder raus. Ja, der liegt ja, einfach zu lange. Also, wie gesagt, nach 35 Jahren. Nach 15 Jahren, nein, gibt es kein Maximal. Ja, nach 15 Jahren können sie prüfen. Ja, ja. Und wenn die nach 15 Jahren zu entscheiden kommen, du bist immer noch zu gefährlich, dann bleibst du drin. Und wenn du nach 30 Jahren, wenn die Ansicht sind, nee, die können wir nicht rauslassen, dann bleibst du drin. Also, das ist die rechtliche Handhabe haben sie lebenslang für dich. Da war ja mal, und wenn du rausgehst, wenn sie dich irgendwann entlassen und du brauchst draußen Scheiße, dann kann ich dafür wieder ein Leben rein. Das ist halt link. Die Sache an sich wirst du nie wieder los. Sonst wäre es eine Zeitstrafe. Ja. Da haben sie mal im Fernsehen gebracht, mal vor Jahren. Oh, da hat man einen Raubbord oder was immer, ich wüsste nicht mehr. Da sagt er, der will nicht mehr raus, der will nur im Platz drinnen bleiben. Es gibt ja auch die Leute, die alleine wahrscheinlich, weil sie schon so lange im Knast sind, länger im Knast sind, als sie von Freiheit gelebt haben. Erzählen. Wir hatten da bei uns in gehabt, der hat gerade 3 Jahre gearbeitet. Die kommen dann sowieso draußen nicht klar. Der hat 36 Jahre da schon gesessen. Er hat mir mal davon erzählt, ja, mein Traumauto ist ein Taurus. Kein Taurus, meinst du ein Taunus? Nein, ein Taurus, der mit der Welt cool. Ja, du hast mir aufgeklärt, sag mal, der sitzt hier schon seit über 30 Jahren. Der Ford 17M war der Taurus mit Weltkugel. Taurus hieß das Ding noch. Ja, Taurus. Nicht Taunus, sondern Taurus mit der Weltkugel. Ja. Oh, und das war halt sein Traumauto. Naja, du hast erst mitbekommen, wie lange er schon sitzt. Und dann irgendwann ging es bei denen auf Entlassung zu. Dann haben sie die ersten Begleitenden aussehen, das Ding noch. Da war man ja vom Knast mit dabei und seine Betreuerin oder so. Ist, ne? Rausgegangen und so. Und dann sollte das erste Mal den rausgehen für 12 Stunden. Dann ist raus und ich habe gerade vorne an der Pforte gearbeitet. Ich habe gesehen, wie er rausgegangen ist. Und eine halbe Stunde später hast du ihn von außen in den Tor trommeln hören. Ja. Also, lass mich rein, ich will die rein, ich halte die draußen aus. Und dann irgendwann ging es auf seine Entlassung zu. Dann hat er seinen Chef von der Gärtnerei mit einem Spaten ins Über gezogen. Und dann haben sie gefragt, sag mal, wo machst du das gemacht? Kannst du dich eigentlich begleiten? Wir kennen dich schon 30 Jahre, ja. Sind eigentlich Kumpels. Ja, ich will uns entlassen werden. Tut mir leid, was soll ich denn machen? Er ist ja nicht gestorben, oder? Sein Kumpel, ja. Ja, und dann haben sie ein Gnadenbrot, hat die eingeräumt und konnte halt raus, da wollte. Ah, okay. Konnte schön, der spart sich ja die Wohnungssuche. Das ist ja auch geil. Ja, das mussten so machen, die kannst nicht mehr raus. Also klar, mittlerweile ist er so irgendwo draußen in irgendeiner Einrichtung untergebracht. Aber sie, halt ja, betreutet wohnen wahrscheinlich. Halt oder überall haben sie ihn erstmal drin gelassen, haben, okay, wisst ihr. Dann bist du für draußen versaut. Wolfgang, hast du noch eine Frage? Ja, wir sind so Zeit. Ja, für so was? Ja. Aber was ist die Alternative? Also was bietet sich an? Was macht man mit Knast? Man macht gleich die Sozialisierung vorneweg oder was? Nein, im Knast also, ist es doch nicht möglich, mal jetzt im Ernst. Nein, aber wenn sie die Regelung wirklich ernst nehmen würden, dann würden sie dafür sorgen, dass du im Knast erstmal noch Arbeit hast, dass da auch eine Arbeit ist, die sinnvoll auch für Nachleben ist, weil irgendwo auf Aussicht erst irgendwas lernst, dass du irgendwas dich qualifizierst. So. Bagger und Mini-Burger zusammenschrauben. Scheißegal, darauf kommt es ja nicht an. Und man würde halt auch in Hinsicht, und man müsste halt den Leuten auch einen Start halt, guck mal, ich komme raus, und mir wird ja keine Chance mehr eingeräumt, weil meine letzten Vorstrafen bleiben ja weiter im Führungszeugnis. Und wenn ich jetzt irgendwo mich bewerbe, meistens irgendwo, oder Führungszeugnis, kann ich schon wieder eine andere nicht. Obwohl ich alt abgesessen habe, so den letzten Tag alt verbüßt habe. Und um einen neuen Start zu gewährleisten, müsste man nicht sagen, jemand, der den Knast verbüßt hat, dem müsste das erstmal wieder eingeräumt werden. Wenn er das nächste Ding baut, klar, dann wird er wieder bestraft. Aber verbüßen heißt, dass es irgendwann abgegolten noch sein müsste. Aber das ist ja nicht abgegolten. Das ist die wahre Bestrafung, die nach dem Knast endlich ist los. Im Knast ist deine Familie bestraft. Und dann lernst du Leute, die du kennst. Ja. Du selber, ja klar, du kannst dich nicht frei bewegen und kannst dich ficken. Aber einen anderen kannst du im Knast haben. Ach, so. Aber die wahre Bestrafung, wenn du wieder auf die Beine kommen willst, wenn das Leben wieder anfängt eigentlich, da wo du dann merkst, ey, ich will und die lassen mich nicht mehr. Mhm. Die lassen mich nicht. Weil ich einmal in meinem Leben was falsch gemacht habe, werde ich mein Leben lang dafür bestraft. Und das kann doch nicht sein. Wo bleibt da der Resozialisierungsgedanke? Wisst ihr? Waren da Frauen auch drin bei euch auf dem Ding? Ja. Was? Frauen? Ich meine, oder Schwester. Was? Nee, Schwester Margot. Abiata. Wo du da drin warst, war da Krankenschein mit drin? Oder? In das Haus meine ich. Müsste Strafvollzug gibt es leider nicht. Nee. Frauen kommen auch nicht im Knast. Naja, manche wurden da zur Frau gemacht. Nein, Wolfgang. Manche wurden da zur Frau. Es arbeiten Frauen. Ja. Nein. Ob wir jetzt voll abgesessen haben wir euch da. Nein, es gibt keine gemischten Strafvollzüge. Ach so. Die werden alle schön getrennt voneinander. Stell dir mal vor, da jemand die gemischten Strafvollzüge. Oh, da so Sodom und Gomorra. Himmels Willen, da möchte der lieber Herrgott nicht zu Hause sein. Sodom und Gomorra. Wer weiß. Ich meine, die Frauen müssten sich ja auch irgendwie behaupten, ne? Was würde wirklich passieren? Es würde einen Torschlag geben.
Um die Frauen, ne? Ja, Eifersucht und so. Nee, durch die Frauen. Und so. Durch die Frauen, wegen den Frauen. Um die Frauen. Frauen. Und am Ende überleben die Frauen. Ja, ja, klar, ja, natürlich, ja, natürlich. Das starke Geschlecht ist die Frau. Das ist einfach die, so. Die Männer untereinander. Ich finde, Körbe, so einmal im Monat für zwei Tage ein Frauen versucht verlegt zu werden, würde ich mich fallen lassen müssen. Einmal durchrauschen lassen. Einmal richtig schön zwei Tage lang die Sau rauslassen. Dann danach braucht nur du, was wir. 30 Tage Ruhe. Da glüht der Stängel. Oh, das kannst du alle die machen. 28 Tage Ruhe, zwei Tage Vollgas, weißt du? Okay. Könnte ich arrangieren. Ja, das will ich. Nee, Wolfgang, ist keine Option für dich, ne? Wenn die Miete mal zu teuer wird. Mal eine Scheibe einwerfen und dann ab in den Knast oder so. Das funktioniert halt nicht. Ja. Nee, ist ein Ding. Aber Resozialisierung kann natürlich im Gefängnis nicht stattfinden. Nein, aber wahrscheinlich hättest du recht, natürlich, dass eventuell. Das wird es doch auch schon, so weit muss es doch geben. Da kann man doch Geld mitmachen eigentlich. Womit denn? Na, mit dieser Resozialisierungsgeschichte. Du kommst raus, aber hast sofort Leute, die sozusagen dich an die Hand nehmen und sagen, ja, komm mal, helfen wir dir gut sagen. Aber um die musst du dich selber bemühen. Die gibt's. Ja. Das sind aber meistens die gemeinnützigen Vereine, die halt. Ja, das ist aber die können einzig machen, die können mir meine Rehabilitierung nicht wiedergeben. Die können mir nicht meinen guten Löhmung wiedergeben. Klar, dass irgendwo die Gerichtsakte drin bleibt. Dass die Gerichte irgendwie weiterspeichern, ist normal. Aber. Also kleine Führungsvölker, die sind mir beantragt. Na gut, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Nee, nee, das kann sich aber niemals ändern lassen. Damit fängt es aber an, dass das auch irgendwann mal wieder sauber sein müsste, um halt denjenigen überhaupt eine Chance zu geben, wieder ein normaler Staatsbürger zu werden. Aber warum geht das nicht? Natürlich will es gehen. Nee, sag mal, warum geht das nicht? Warum machen sie es nicht? Aber warum machen sie es nicht? Na, keine Ahnung, warum sie es nicht machen, aber ich weiß, dass sie es machen könnten. Weil es dir einfach egal ist. Die interessiert dich, weißt du? Für die bist du einmal gestrauchert und bleibst halt ewig ein Verbrecher. Das ist abgestempelt, weißt du? Aber ich möchte den sehen, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein schmeißen. Die meisten, die nicht im Knast saßen, sind einfach bloß nicht erwischt worden. Also haben sie nicht im Prinzip nichts anderes getan. Und nur deswegen, weil ich vielleicht doof war und mich erwischen lassen habe, oder in meinem Fall war es nur ein Verpfiffen, ich bin nur in den Lebensbereich reingeraten. Und es hat mich, also erwischt haben sie uns nicht, aber zwei Jahre nachdem halt Banane war, ich schon selbstständig war und mir halt Jüting und Familienverleih gewesen bin, ist der zu den Bullen ja ein Lebensbeispiel gemacht. Ach du Scheiße. Leute, ich denke euch einen schönen Abend. Wie ist der Abend und vorbei oder? Kiez denn? Ist denn echt Lebensbeichte und dabei bist du mit Hops gegangen oder bei seiner Lebensbeichte. Der haben sie nicht bei einer Straftat erwischt, das muss man ausgestanden sein, einen schiefen Furz quer gehabt haben, zu den Bullen gegangen und hat erstmal eine 68-Seite oder 368-Seite Lebensbeichte rausgehauen und hat mit 50 Leuten so ungefähr 500 Jahre Knast verteilt. Und ich war mit 6 Jahren dabei. Alter Schwede, lebt er noch? Nicht mehr. Man hat von ihm lebt, nichts mehr gehört. Braucht auf jeden Fall 2 Augen auf dem Hinterkopf und noch 2 Augen auf jeder Seite und wird kein ruhiges Leben haben, weil der hat auch Leute angeschissen. Das höchste, was er bekommen hat von den ganzen Leuten, waren glaube ich 15 Jahre gewesen. Nur ich mit Waffendeals und da ging es halt auch schon ein bisschen um. Ein bisschen mehr. Ich war noch ein kleiner Fisch in der Geschichte, aber bin halt auch in den Sumpf für deinen. Wer reitet jemanden so ein Ding abzulegen? Keine Ahnung. Oder? Und das war eigentlich ein Altkanobe, der hat auch schon zig Jahre Knast abgehockt gehabt. Ja, scheiße Schröder. Du bist scheiße. Schröder. Aber da musst du doch was von haben. Ich meine, wenn mir einer sagt, okay, Alter, hier. Schröder arbeitet jetzt bei der Gazprom. Kriegst du ein Haus auf jetzt sagen wir mal. Ich habe auch jahrelang darüber was den dazu bewogen haben kann, sowas getan zu haben. Ja, weiß ich nicht. Wie alt war der? War der jetzt schon so alt, dass er gesagt hat, geht jetzt in eine Kiste gleich? Warum 10 Jahre älter bin ich, ja, 60 müsste halt sein. Warum lässt man Leute über die Klinge springen? Ich meine, nur dann, wenn mir jetzt eine Rente versprechen würde. Wenn sie bei irgendwann erwischt hätten und er sich seine eigenen Kopf in die Schlinge ziehen wollte. Aber nein. Wolfgang, du willst los? Wolfgang, wir sagen auf Wiedersehen. Aus heiterem Himmel. Halt, ciao. Ciao, ciao. Steht ja morgens auf, geht zu den Bullen. Alles Gute. Schön, dass du da warst. Danke fürs Brot. Leben kaputt. Ja. Und den, guck mal, ich hab den eigentlich gemacht, bevor ich Vater geworden bin. Ja, 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 so, war ich Vater geworden, 1993, hab gesagt, so, jetzt bin ich Vater, jetzt muss ich ehrlich werden. Jetzt kann ich nicht so Scheiße bauen. Ja. Hab mir Sparschrumpf geguckt, da waren knapp 100.000 drin gewesen. Und Kuppel habe ich schon lange in den Ohren liegen, komm, lass uns selbstständig machen, Fensterbaumonteur und so. Gemacht. Ja. Habe ich mir eine Weko gekauft, mit ihr noch zusammengetan, Werkzeug gekauft. Ja. Haben uns ein Büro eingerichtet, erst bei uns zu Hause noch zu Anfang. Habt ihr euch und haben dann angefangen. Auch? Nein, braucht man nicht. Da fällt es einfach aus dem Himmel. Nee, ich hab's ehrlich gemacht. Ich hab's ehrlich gemacht. Zwar nicht mit unehrlichem Geld, aber ich hab's ehrlich gemacht. Und 2 Jahre nachdem das passiert ist, ist der jetzt zum Bullen gegangen. Und das heißt, wirklich
Also heit im Himmel hat es mich getroffen. Ich habe morgens keiner sitzt auf der Couch bei mir und bin schon angezogen und warte auf den Kunden, weil wir wollten ins Fenster und Rahmen anklicken gehen, dass ich auszukommen, was er haben will. Und ja, klingelt es an der Tür und ich freue mich schon, oh geil, kommt ein bisschen früher, als er gesagt hat. Drück nur auf den Sommer, geh wieder rein, zieh mir die Schuhe weiter an, drei Typen bei mir im Wohnzimmer, ja, Herr Bergmann, ja, guten Morgen, müssen wir mitkommen, Kripo. Ich dachte, von der Baustelle irgendwas passiert, irgendwas, keine Ahnung, eingebrochen aber auf der Baustelle, irgendwas, das war mein erster Gedanke gewesen, wisst ihr? Mhm. So. Und dann sahen die dann ja nicht, ne? Dann ging ich zum Revier auf der Perleberger Straße und dann komme ich an den Gang lang gelaufen und laufe an der Tür vorbei und sehe dann Olz Schröder sitzen. Und ich, ey, Schrödi. Und ich dachte, naja, vielleicht irgendwie was, keine Ahnung. Gut. Ja, dann irgendwann wusste ich es dann, naja, und der hat halt wirklich, ich weiß nicht, ob der Buch geführt hat darüber. Ja, weil er da so detailliert ausgesagt, so nach, auch nach zwei Jahren noch. Ja. Er wusste noch, von den, weiß ich nicht, auf 23. war angeklagt worden, aber wir haben es fast zwei Jahre haben wir nie mal gemacht und wir haben in einer Woche drei Stück geklaut, also waren wesentlich mehr. 23 konnte es halt nur beweisen. Hat er wirklich noch gewusst, welche Bagger wir an wen verkauft haben und dann haben sie die Bagger bei denen auch noch gefunden teilweise. Oh. Und dann waren sie außerhalb von dir gewesen. Brauchst du nicht mehr sagen, vorbei ist. Weißt du? Hast du keinen Anwalt? Ich habe keinen Anwalt gehabt. Trotzdem, aber er hat mir auch gleich gesagt, pass auf Andi, das ist so, aus der Nummer auch ein bisschen raus. Er würde mir raten, einzuräumen und halt auf Räumen einen Sünder zu machen, denn Fahrt und Strafen war es besser. War ja auch so gewesen, weil erst hieß es irgendwann, mit 9,5, was der Staatsanwalt die Vorderschaft geben wollte. Und dann bin ich halt mit knapp 6, 5 Jahre, 8 Monate rausgekommen aus der Nummer. Aber dieser Schröder, ist der dann eigentlich? Der haben sie in der Wäsche einen Schutz verlegt. Ja. Ein Zeugenschutzprogramm gepackt. Hat auch Strafe bekommen. Also der, aber Zeugenschutzprogramm ist doch Zeugenschutzprogramm. Kriegst du da keine Strafe noch oder was? Ja, klar. Aber was gehst du denn mit dem Namen in Bau? Also erstmal. Ja, erst Strafe bekommen. Dann haben sie erst irgendwo in der falschen Namen irgendwie das verlegt. Und dann, wenn er von da rauskommt, dann geht dann das Programm rein. Ah, okay, ja. Ja, keine Ahnung, was in Bauern ist, ob er noch lebt. Auf jeden Fall. Wird da kein ruhiges Leben haben, ich weiß das für den garantiert. Eine Kugel mit seinem Namen drauf in irgendeinen Colt stecken müsste und nur auf warten, dass er vorbeiläuft. Und also ich, so nicht, ich würde so nicht leben wollen. Das ist ja auch nicht schön, ja, nee. Genau. Dann hat er sich aber auch richtig was ausgesucht. Ja, ist halt, ja, keine Ahnung. Wissen Sie, was da, wisst ihr aber auch nicht, das kann ja auch wirklich vielleicht irgendwas sein, was ihn wirklich stark belastet hat, sagen wir mal. Ich bin da irgendwas, ja, irgendwas klar, aber passiert ist oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nur viele um Mini-Bagger ging oder so. Aber da, muss, da kann er wirklich auch was richtig Schlimmes passiert, ich meine, so belastet. Wenn ich für mich reinen Tisch machen will. Das wirst du nicht gewesen aber sein, wahrscheinlich in dem Moment. Stopp mal, was ich halt nicht verstehen kann, wenn ich das Gefühl habe, für mich reinen Tisch machen zu müssen, dann kann ich ja für mich den Bullen nehmen und sagen, so, ich habe gemacht, das und das und das bestraft mich dafür. Aber warum muss ich denn die Leute mit reinziehen und sagen, der hat gemacht, der hat gemacht, Dinge, wo er nur Wissen hatte, wo er gar nichts zu tun hatte. Ja gut, okay. Keine Ahnung, wie das zusammen. Ist ja auch zu komplex, das können wir ja nicht. Da sich rein zu versetzen, habe ich jahrelang probiert. Einer hat die ganze Sache 68 Seiten Anklageschrift. Ja. Also nicht Aussage, nicht Anklageschrift. Lebensbeichte. Ich glaube, ich kann mir nur vorstellen, dass sie ihn an einem Arsch hatten. Wir haben sie nicht. Das ist Physiker. Ja, wirklich? Er ist aus freien Stücken morgens mit dem Bullen aufgetaucht. Stein jetzt und sagt, so Jungs, ich muss hier rein Tisch machen. Ich weiß nicht, ob das Eimer schlecht war oder das Bier am Abend vorher. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht hat er zu Gott gefunden. Ich weiß nicht. Also, ja, Buddhist oder was? Dann hat er aber auch damit nicht gefunden. Dann hätte er das ja auch nicht mehr machen müssen. Buddhist, dann wäre er noch. Buddhist. Buddhist. Gut, Jungs und Mädels. Ja, wir haben 2 Stunden 18 sowieso. Ja, das reicht ja für 4 Leute. Wir haben alle Themen abgehakt. Wir waren wieder von Hitler zum Mini-Bagger. Nee, Hitler warst du. Da warst du. Wurde genommen, wir waren im Knast. Heute mal eine jahrelange Zeit. Erfahrungsbericht. Ja, ich fand es auch interessant. Aber man muss ja dazu sagen, wie gesagt. Wie gesagt? Nee, er hat gesagt, wie gesagt. Jetzt du es. Richtig aus von mir. Nee, also. Ja, willst du jetzt was sagen? Dann sag doch was. Sag mal. Los bitte. Also, was mich ja ein bisschen entzaubert hat, ist, dass so ein Snitch dich da verraten hat. Ich dachte eigentlich, beim Abladen eines Minibaggers ist der Minibagger irgendwie von der Rampe, hatte den Fuß eingeklemmt, dann kam der Dobermann, hat dich am Arm festgehalten und dann haben sie dich gestellt. Das war was mit Rissen. Ja. Und
Da wie gesagt, der Dobermann war zu blöd. Hätten sie so viel gehört, weil ich Vater geworden bin, dann hätten sie uns, klar, es setzt die Serienmöglichkeit, irgendwann erwischen sie dich. Aber wir hätten vorher aufgehört, bevor sie bestatten müssen. Ja. Verjährung. Also auf alle Fälle, sei doch mal gesagt, das lohnt sich nicht, weil 6 Jahre in den Knast zu gehen für so ein bisschen, auch wenn es 100.000 sind, die ja auf der Kante abfingen, 6 Jahre. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Offensichtlich lohnt sich es doch, in den Knast zu gehen, weil man da 3.000 pro Woche verdienen kann. Genau, also, genau. Du kannst ja 3 Kilo Haschwürste im Hintern. Weil, kriegst du mit. Wie gesagt, zahlst du für eine Kunde Whisky anstatt 20 Euro, zahlst du dann 50 Euro. Das ist alles unglaublich. Ja. Ah, Vorsicht, der Salz. Aber komm, nimmst du das mit? Ich konnte übrigens eins dadurch tun. Ich konnte das nicht. Mit der Familie. Wie das jetzt? Aber das isst du hier. Mit der Familie jeden Monat 500-600 Euro überweisen müssen. Dann nehme ich das mit hier. Wie bitte? Ich konnte übrigens mit der Familie jeden Monat 500-600 Euro überweisen müssen. Ja, das ist natürlich gut. So ist es deine Familie geblieben. Wahrscheinlich auch. Das ist hier ein bisschen warm hier. Wir haben ja, meine Familie in die Mäste nicht gemacht hätte. Aber es gibt ja auch Leute, die dann. Ist auch schön, dass die zu dir gehalten haben. Ja, natürlich, deswegen halt wir auch zu dir müssen. So sieht's aus, so sollte eine Familie ausbauen. Warum eigentlich von Geld abhängig bist bei uns? Das ist halt. Weil wir keine Familie. Weil wir halt Familie sind. Ja, ja. Andi, war schön, dass du da warst, auf alle Fälle. War schön. Schön gemacht. Vorsicht, Ausnahme. Was Ausnahme? Vorsicht, Ausnahme. Ausnahmezustand. Hast du die Punkte, glaube ich? Nee, nein. Aufnahme, Vorsicht, Aufnahme. Steht da Vorsicht, Aufnahme. Hat der Andi mir geschenkt? Ja, ja. Sehr schön. Na, das war doch ein nettes Gespräch. Ja, Gespräch. Gut, dann würde ich die Session mal beenden. Ja. 2 Stunden 20, das reicht. Also wirklich 2 Stunden 20 im Platz gewesen und das hat mir jetzt schon gereicht. Ja. Jo. So, schaltet jetzt ab. Frag mich abschalten mal. Bei Kiezem. Ja. Flummis. Ja, nicht schlecht. So, bis später. Tschüss.